Hallo und herzlich willkommen bei den Lernsnacks. Heute geht es um das Thema Abschluss. 2020 ist ja kein gutes Abschlussjahr und ja, man hat ja normalerweise so Sachen im Kopf, dass man irgendwie eine fette Feier hat mit seinen Mitschülern, dass man verabschiedet wird in der Schule, dass man da feierlich das Zeugnis übergeben bekommt, dass man sich schick macht mit einem schicken Kleid, mit einem Anzug, dass man danach irgendwie einen Abi-Ball hat. Bei uns in Bonn wird das so gemacht, dass die einen Abi-Corso haben. Das heißt, es gibt von allen Bonner Schulen oder von vielen Bonner Schulen gibt es dann ein Autokorso, wo die dann wirklich durch die Stadt fahren und hupen und dann am Ende treffen sie sich auf einem riesen Parkplatz und da ist dann eine riesen fette Feier aufgebaut für die und dann feiern die sich erstmal. Und das ist ja dieses Jahr eigentlich alles gar nicht so möglich. Anschließend noch Familienfeier natürlich, noch und nöcher. Aber wie macht ihr das dieses Jahr? Feiert ihr im kleinen Kreis oder wie wird das mit eurer Zeugnisübergabe sein? Kriegt ihr das einfach in die Hand gedrückt oder kriegt ihr das dann irgendwie, kommt ihr einzeln rein in 5-Minuten-Takten ins Sekretariat und kriegt dann vom Schulleiter das Zeugnis hingeschoben mit 1,50 Meter Abstand oder kriegt ihr das per Post zugeschickt? Ich weiß es nicht. Erzählt mal, wie ist es bei euch? Wie kriegt ihr euer Zeugnis? Gibt es eine Feier irgendwie, zumindest im kleinen Rahmen? Wie macht ihr das mit euren Familien? Wer von euch, mal ganz ehrlich, wer von euch hat sich denn schon vorher ein Kleid oder einen Anzug gekauft, extra für den Anlass? Oder wer hatte schon auch die Raummiete? Darf man ja nicht vergessen. Ich kenne das so von einigen Schulen hier in Bonn, die geben wirklich mehrere 10.000 Euro aus für ihre Abschlussfeier. Mehrere 10.000 Euro. Dann haben die natürlich Verträge jetzt unterschrieben, das ist jetzt alles nicht mehr möglich, das heißt, sie werden ihr Geld zurückbekommen. Aber stellt euch mal vor, ihr seid jetzt im nächsten Jahrgang dran und müsst jetzt im Prinzip ja schon buchen fürs nächste Jahr und ihr könnt das im Prinzip noch gar nicht machen, was das für Konsequenzen alles hat. Also, wir halten einfach mal fest, 2020 war kein gutes Jahr für alle Leute, die einen Abschluss gemacht haben, für alle Schulen, für alle Festveranstalter, für alle Partyfirmen, für alle Diskotheken, für alle Leute, die T-Shirts drucken. Wobei, T-Shirts haben, glaube ich, viele auch bekommen, nicht wahr? Für Restaurants, die vielleicht auch darauf gehofft haben, dass da halt eben so jetzt eine fette Feierwelle kommt, für irgendwelche großen Hallen, die damit gerechnet haben, dass sie da irgendwie 30.000 Euro verdienen mit so einem Abiball, für Caterer, auch für Klamotten, ne? Die ganzen Kleider und die ganzen Anzüge. Ich meine, das sind mehrere Tausend, mehrere Zehntausend im Jahr. Oder wolltet ihr mit Jogginghose zum Abschluss gehen? Ich höre euch gerne zu, würde mich auch interessieren, wie ihr es geplant habt, wie es dann geworden ist. Und ich drücke euch natürlich die Daumen, dass ihr trotzdem einen schönen Abschluss haben werdet, dass ihr zufrieden seid mit eurem Abschluss und dass ihr vielleicht eure Feiern noch irgendwie nachholen könnt. In diesem Sinne, bleibt gesund. Das war's mit den Lernsnacks.